Hallo und herzlich willkommen wieder bei neulichimgarten.de/blog. Interessantes Thema heute hier. Das Weizen. Der hängt ja schon seit der Ernte, schon seit Wochen da hinten rum. Monaten schon fast. Und irgendwann muss ich den da rauskriegen. Da gibt's nichts. Heute ist Dreschtag oder wahrscheinlich heute und morgen ist Dreschtag. Ich bin ja einer der wenigen Bekloppten, die Selbstversorgung so weit treiben, dass sie meinen, sie müssen sie auch noch mit Brot selbst versorgen. Deswegen habe ich im Garten 120 Quadratmeter Weizen gestanden, die habe ich mit Mühe geerntet. Und da will ich jetzt mein Brot draus backen. Aber der Weg von hier bis zum eigenen Brot ist ziemlich lang. Weil die da rauszukriegen ist ziemlich mühselig. Also wenn man sich das anguckt, eine ziemlich mühselige Angelegenheit. So, also das war das, wo ich bin, und hier müssen wir hin. Das ist das, was wir später erreichen müssen. So, wie machen wir das? Dafür habe ich mir ja mein eigenes Dreschmaschinchen gebaut. Hinter mir. Diesmal habe ich es auf Einachser gestellt, weil es sieht auch schwer nach Regen aus immer wieder. Ich habe das so passend gemacht, dass das hier auf diesen Anhänger genau drauf passt. Und da wird gedroschen. Das ganze Spiel sieht von oben ungefähr so aus. Da sieht man nicht viel, aber so ungefähr. Ich gehe mal rüber, sehen wir uns aber von der anderen Seite an. Da sind Paddel drin, Schlagleisten, und die dreschen das Getreide aus. Angetrieben wird das Ganze durch eine Bohrmaschine. Und wenn man sich das von unten mal ansieht, so, ungefähr so sieht das aus. Da fällt das dann so runter, wenn sich die Paddel drehen. Ich gehe mir mal ein paar Gaben holen und dann legen wir los. Ich habe die Maschine ja schon erheblich verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Da ist unten ein Auswurfschacht drin, das fällt raus. Ich kann es theoretisch oben reinschmeißen, lasse es unten rausfallen, obwohl ich mache das nicht in der Regel. Ich halte das rein, lasse es ausdreschen und ziehe wieder zurück. Also ich bin schon besser geworden, aber trotzdem, es ist eine Menge Arbeit. Mal einen Blick reinwerfen. Jetzt wird's laut.
genug von dem Krach. Gucken wir uns mal an, was dabei rausgekommen ist. So, wenn ich das jetzt hier unten unter der Maschine ein bisschen hervorziehe, habe ich das Stroh und darunter, das ist jetzt noch von eben, also ist nicht jetzt alles von jetzt, ist die Spreu mit den Körnern. So, das ist, der Rest ist halb so schlimm, aber das Dreschen ist das, was zählt. Ich habe es ja in einem vorherigen Film schon mal erwähnt. Arbeiten tut die Maschine äußerst zuverlässig. Also jede Ähre, die da auch nur in der Nähe dran war, da ist kein Körnchen mehr drin. Aber der Durchsatz ist einfach zu gering. Also bei der Menge, die da hinten hängt, ich würde schätzen, anderthalb Tage kontinuierlich immer wieder rein da und rein da. Und damit habe ich immer noch nicht backfertig. Also es ist schon eine Menge Aufwand. Kleine Pause. Dass die Profis, die sich mit sowas auskennen, erheblich mehr Erfolg damit haben, sieht man an diesen Dingern hier. Ich habe die im Sommer nicht geklaut, ich habe sie gesammelt. Das sind Ähren, die Bauern ernten. So, die. Jetzt gucken wir mal an, was ich so ernte. Einen Moment. Komm schon. Also das ist so ungefähr das, was ich hier teilweise geerntet habe. Also man sieht schon einen erheblichen Unterschied. Ich habe auch bessere dabei, aber selbst mit denen komme ich an das, was die Profis machen, nicht heran. Ich würde sagen, 15 Minuten, 3 Garben. Da hängen bestimmt 100, also jede Menge. Das, was jetzt übrig ist, hier unten, dieses Stroh, das geht an die Hühner, sollen die sich drum schlagen, die freuen sich immer, wenn das kommt. So, wie geht es damit weiter? Eigentlich eine ganz einfache Sache. Das Stroh oben, das grobe Stroh, das lässt sich ganz einfach abheben. Das ist leer. Da ist nichts drin. So, wenn es dann später an das Eingemachte kommt, kurz ein Sieb benutzt. Man hört das allein schon am Geräusch, ob da noch welche fallen. Ich weiß, man könnte da auch ein Rüttelsieb für machen, das ist richtig. Aber diese Arbeit ist von allem die wenigste Zeitaufwand. Was hier übrig bleibt, ist praktisch frei von Körnern. Also völlig, auch vollkommen ausgedroschen. Das ist so im Groben der Prozess, wie ich in diesem Jahr dresche. Das klappt auch prima. Ich bin insofern angetan, hat nur einen Nachteil, die Maschine ist einfach viel zu langsam. Das Ganze kommt jetzt in Fass. So. Und die Spreu vom Weizen trennen. Das ist dann im nächsten Film angesagt. Gut, soweit erstmal zur Drescherei in diesem Jahr. Wie wir es machen oder wie ich es mache, wie es abläuft. Für Sie ist die Sache jetzt erledigt. Der Film ist gleich aus. Für mich noch nicht. Ich habe nämlich da hinten noch jede Menge liegen,
weil ich noch weitermachen muss. Muss nicht heute sein, ich gehe mir jetzt erstmal was essen. Wer mehr wissen will, neulichimgarten.de/blog, YouTube-Kanal R.A. Hase. Es kommen hier ein paar Links hier auf der rechten Seite. Da sind die Ernte und die Aussaat verlinkt. Vielleicht mal reingucken. Abonnieren, Knöpfchen drücken, Like-Button und dann ist gut. Wie gesagt, neulichimgarten.de/blog, YouTube-Kanal R.A. Hase. So, bis demnächst. Tschüss.